Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video. Heute ist einmal ganz besonders an der Reihe. Und zwar schweres Gefecht. Ich habe heute eine Bohrmaschine dabei. Und zwar möchte ich da diesen Stamm verzieren. Das ist von einem Eukalyptus, der bei mir leider den Winter nicht überstanden hat. Aber der tolle lange Ast, der hat jetzt unbedingt noch eine Verwendung zum Kriegen, und da hätte ich jetzt tatsächlich eine Lampe. Es ist mal ganz was anderes, und inspiriert bin ich eigentlich von dieser Lampe. Und zwar, die hat jetzt so Blätter und, oder Federn, und ich finde die wunderschön und die leuchtet auch ganz, ganz toll. Und tja, und da habe ich mir jetzt dann gedacht, ich kann sowas in der Art tatsächlich aus diesem Ast machen. Und vielleicht findet jetzt der Ast ein ganz schönes Zuhause und die Lampe geht vielleicht auch noch mit. Kann es nicht sagen. Und zwar, ich habe jetzt da also eine Lichterkette. Kette kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Das ist so eine Lichterkette mit mehreren Strängen. Und kann man jetzt auch in eine Pflanze mit reinmachen, zum Beispiel, wie es jetzt da beschrieben ist auf dem Bild. Geht jetzt mit Batterie. Wir haben das auch mit Solar, aber nachdem ich ja die Lampe mir vorgestellt habe, dass die irgendwo in einem Innenbereich ist, habe ich mir jetzt die nochmal die mit Batterie geht. Und wenn das jetzt zum Beispiel an einer großen Wand ist oder an einem Fenster, an der Vorhangstange, zum Beispiel so runterhängt, bei den großen Fenstern, die es jetzt gibt, kann man das jetzt auch wunderschön vorstellen. Und ich zeige euch jetzt das mal, wie so ein, also ich habe jetzt da gibt es die 40 LEDs, die ist 40 cm lang, also die Stäbe, und dann gibt es noch mit 60 cm. Und ich habe jetzt für mich zwei 60 cm Lichterketten eingebaut oder Lichtstränge eingebaut, und die sind eigentlich, die haben ein bisschen einen Aludraht dran, und mit dem Aludraht kann man die jetzt auch ganz toll an die einzelnen Äste befestigen. Und das habe ich jetzt natürlich schon vorgearbeitet, und da habe ich jetzt praktisch zweimal diese Licht, also die Lichtstränge da dran gebaut, einmal hier und einmal hier. Das sind die Batterieteile. Die möchte ich jetzt dann eben mit so einem Jutesackerl und dann da einfach an dem befestigen, und dann fallen die dann auch nicht mehr auf. Und die kann man auf Timer schalten, ist auch ganz toll, oder ganz normal ein-aus, aber natürlich bei so einer Lampe wäre das natürlich ideal, wenn das ein-aus war. Ja, die Federn gibt es in drei verschiedenen Farben, das kann ich euch jetzt dann noch mal sagen. Also in dem Grau, in dem Braun, den warmer Braun, und dann, das ist das Top Hellbraun, darf ich jetzt sagen. Und ich mache es jetzt mit den zwei Brauntönen. War natürlich jetzt auch schön, wenn das total in dem Grau war. Da habe ich jetzt wirklich nur eine Farbe nehmen. Und ich habe mir da jetzt schon ein paar so Löcher gebohrt. Und da stecke ich das natürlich jetzt da einfach gerade so rein. Ich habe mir jetzt sofort nochmal, dass man vielleicht das wirklich nur so reinsteckt, und dann kann man die später wieder rausnehmen. Und eben diese Drähte, das was jetzt da hinten noch raussteht, das kann man jetzt einfach nur so, ja, in dem Geäst verliert sich das eigentlich wieder. Jetzt muss ich gerade schauen, ich glaube, ich habe jetzt kein Loch mehr, dann bohre ich mir nochmal eins. Und am besten ist, man setzt da dann so schräg an. Ich hoffe, ich kriege das nicht mehr. Und ich denke jetzt, umso mehr, dass da jetzt drin sind, umso toller schaut das natürlich jetzt dann aus mit der Beleuchtung.
es halt wirklich einmal ganz was anderes. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Man könnte jetzt zum Beispiel auch Blätter nehmen, so ein Herbstlaub, so ein künstliches zum Beispiel, wenn man da diese Blätter dann da so reinmacht, das kann man jetzt auch super toll vorstellen. Und das ist halt jetzt das Gute, man kann die einfach rausnehmen, eben diese Federn jetzt da, und die ja, austauschen mit einem ganz anderen. Oder mit Gräser oder ja, Blüten. Also da kann man sicherlich das ganze Jahr über immer wieder mal eine andere Dekoration drauf machen. Und man braucht jetzt da nichts kleben, man braucht, die sind auch jetzt dann deswegen nicht irgendwie beschädigt, die Federn, sondern die bleiben jetzt einfach dann, ich darf wirklich den langen Stiel dran lassen, dann kann man es für was anderes dann später auch nochmal verwenden. Aber ansonsten finde ich, es ist ganz toll. Und ich kann mir halt eben, das ist so meins, diese Schattenwirkung, wo das so eine Teile dann hat. Wenn das also so in der Nähe von einer Wand ist, da kann man ja ein richtig tolles Objekt machen draus. Und das ist eigentlich das Schöne an den Teilen. Und man kann jetzt natürlich auch mit der Lichterkette, die ich da habe, kann man das jetzt auch nochmal befestigen, weil eben da so Aludrähte drin sind. Und da kann man jetzt wirklich einfach einmal den Aludraht drum wickeln. Und dann ist die Feder dann auch sicher schön dran. So, ich glaube, dass das eigentlich ausreicht. Man kann natürlich da immer wieder nochmal was dazu tun. Und ich schütte jetzt die mal ein, damit ihr das einmal seht. So schaut jetzt das Teil aus. Und man kann das jetzt natürlich jetzt zum Beispiel in eine Vase rein tun. Dann hat man da so ein richtig ganz großes Teil. Und eben die werden einfach gerade nochmal direkt an den Stamm drauf gemacht. Und mit so einem Jutesäckchen werde ich jetzt die da befestigen. Und dann sieht man von denen ja auch nichts mehr. Da kann man jetzt natürlich auch mit der Lichterkette kann man natürlich auch furchtbar schön spulen, weil man die jetzt halt eben so in alle Richtungen biegen kann. Und da geht einmal eine nach unten, eins nach oben. Und das ist natürlich jetzt auch ganz toll. Also, ich sehe das jetzt schon an einem ganz schönen großen weißen Wand oder im Fenster. Ich hoffe, ich habe euch jetzt da mal so Inspiration geben können. Man kann das immer noch mal im Kleineren machen. Man kann das jetzt natürlich auch ganz toll in eine so große Bodenvase hängen oder eben direkt so frei hängen oder über den Tisch hängen. Das kann man jetzt auch ganz toll vorstellen, wenn das zum Beispiel über einen richtig schönen langen Tisch hängt. Und da kann man jetzt dann auch nochmal irgendwo so schöne Vögel runterhängen lassen. Also Fantasie kann man da freien Lauf lassen. Und euch fällt mit Sicherheit noch ganz viel anderes ein. Und das schreibt es mir dann vielleicht. Vielleicht ist das dann wieder die nächste Inspiration fürs nächste Video. Also, das seht ihr jetzt ja nochmal, wenn es dann ein bisschen finstriger ist. Wenn wir Lichter ausmachen, dann machen wir da mit Sicherheit nochmal, dass wir ein bisschen drüber filmen. Und ich hoffe, ich habe euch Inspiration geben können. Und was ihr macht draus, würde mich furchtbar interessieren. Bitte schickt mir mal Fotos oder schreibt es mir in die Kommentare, was euch dazu eingefallen ist.
wie gesagt, wieder einen schönen Sonntag wünsche ich euch heute noch und eine ganz tolle Woche und lasst es euch gut gehen. Also, für euch. Tschüss.